Word-Dokument gemeinsam bearbeiten. Eine der häufigsten Fragen in unseren Schulungen ist, wie kann ich mit anderen gemeinsam Dokumente bearbeiten? Um diese Frage geht es in diesem Video. Hallo, mein Name ist Carina Treutlein, ich bin hauptberufliche Trainerin und Inhaberin von Treutlein Seminare. Mein Job ist es, Unternehmen zu den Office-Programmen zu schulen oder zu beraten. Los geht's mit dem Thema ein Word-Dokument gemeinsam bearbeiten. Das Wichtigste gleich vorweg, das gemeinsame Bearbeiten von Dateien funktioniert nur, wenn die Datei in einer Cloud liegt, also beispielsweise auf OneDrive oder SharePoint. Deshalb starten wir auch direkt von der Oberfläche OneDrive aus. Ich habe mich bereits über www.office.com in mein Office 365-Konto eingeloggt und klicke hier auf OneDrive. Entweder befindet sich die Datei bereits auf OneDrive oder du kannst hier über Hochladen eine Datei bzw. eine Kopie einer Datei von deiner Festplatte auf OneDrive hochladen. Diese Datei kann ein OneNote-Buch, eine Excel, ein Word oder PowerPoint sein. Wenn ich die Maus über den Namen einer Datei bewege, wird das Symbol für Datei senden eingeblendet. Mit einem Klick darauf öffnet sich dieser Teilenbereich. Nimm hier deine gewünschten Freigabeeinstellungen vor, bevor du den Freigabelink an die entsprechende Person sendest. Ab nun ist alles ganz einfach. Jeder mit Zugriffsrechten auf diese Datei kann diese Datei nun öffnen, unabhängig davon, ob du die Datei gerade geöffnet hast oder nicht. Es ist möglich, gleichzeitig miteinander an der Datei zu arbeiten oder auch nacheinander. Es handelt sich schließlich immer um die gleiche Datei. Auf der geöffneten Datei siehst du nicht nur, wer die Datei gerade noch geöffnet hat, hier werden die Initialen angezeigt, sondern du siehst auch, wer gerade an welcher Stelle arbeitet, denn neben dem Cursor der anderen Person siehst du dessen Initialen. Basiswissen zu Cloud-Lösungen, in dem Fall OneDrive for Business, ist erforderlich, um Dateien gemeinsam zu bearbeiten. Denn vielleicht willst du später deine Freigabe widerrufen oder aus Bearbeitungs- zum Beispiel Leserechte wieder machen. Auch das kannst du über diesen Teilen-Button tun, indem du hier oben auf die drei Punkte gehst und in der Zugriffsverwaltung die entsprechenden Einstellungen vornimmst. Wenn du mit den Produkten von Office 365 arbeitest, arbeitest du übrigens automatisch auch mit der Cloud. In Microsoft Teams beispielsweise liegen selbst keine Dateien. Dort siehst du nur Verknüpfungen, die zu OneDrive oder SharePoint führen. Wenn du in Teams also irgendwo auf das Büroklammersymbol klickst, zum Beispiel in einem Chat, in einem Kanal oder in einer Besprechung, dann gibst du immer eine Datei aus der Cloud frei und das dauerhaft und auch mit Bearbeitungsrechten. Jeder, der mit Teams, OneNote-App oder anderen Office 365-Produkten arbeitet, hat also ein Datenschutzthema und sollte sich unbedingt mit dem Thema Dateiverwaltung in der Cloud auseinandersetzen. Da mir gerade das Thema Datenschutz für Unternehmen besonders am Herzen liegt, findest du auf meiner Homepage www.treutlandseminare.de unter dem Reiter Termine ein offenes Webinar zum Thema gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten. Ich verlinke dir die Informationen unter das Video. Hier wird allerdings Cloud-Wissen vorausgesetzt, da man natürlich in 1,5 Stunden nicht eine komplette Cloud mit Freigaben schulen kann. Unternehmen empfehle ich eine halbtägige Schulung zu OneDrive for Business, bevor die Mitarbeiter auf Office 365, Microsoft Teams oder andere Produkte der Office 365-Gruppe losgelassen werden. Denn meine Erfahrung als Trainer zeigt wirklich Tag für Tag, dass kaum jemand weiß, wo die freigegebenen Dateien liegen und wie man diese Berechtigung wieder entzieht oder gar verwaltet. Kleiner Tipp: Log dich auf jeden Fall mal über deinen Browser über www.office.com ein und schau dort in OneDrive links in der Sidebar nach, wem du deine Dateien schon geteilt hast. Du wirst erstaunt sein. Ich freue mich, wenn du mir über deinen Daumen hoch zeigst, dass dir das Video gefallen hat. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gerne unter das Video in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, eure Carina.